Hallo zur nächsten endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Wir haben schon ein paar Themen gehabt, sehr grundlegend. Selbsterkenntnis, Freundlichkeit, Gelassenheit, Aufmerksamkeit. Heute kommt der innere Antreiber. Ihr kennt den inneren Antreiber sicherlich bei euch selber. Den gibt es in der Meditation auch. Das ist Ehrgeiz, Ambition. Das ist eine Sache, die sonst uns immer erzählt wird, dass das gut ist. Ehrgeiz. Ich will etwas erreichen. Das ist einer der Gründe, warum Zen-Meister sagen, Meditation ist für nichts gut. Um dieser Ambition gleich sofort am Anfang den Wind aus den Segeln zu nehmen. Damit erreichst du hier gar nichts. Im Gegenteil, es führt zu Abwägen. Ich erwähne es einmal. Und kann eben auch zu allen möglichen nicht so schönen Entwicklungen führen. Aber das ist halt das, also eine Ambition, der Ehrgeiz, eine Ambition ist zielgerichtet. Ich möchte Ruhe erreichen. Oder jetzt in Bezug auf das eben gerade irgendwelche merkwürdigen Fähigkeiten erlangen. Das macht dann was her. Das kann ich anderen zeigen. Und so. Das ist Ehrgeiz. Das ist Ambition. Das ist eine, ich weiß jetzt noch keine, man kann so selbstgerichtete, aber das gibt es ganz selten. Die meisten Ambitionen sind nach außen gerichtet. Ne? Und eben zielgerichtet. Auf einen Punkt. In der Raumzeit. Was wir brauchen, ist in Richtung komplexe Denkweise. Das ist auch nicht schwierig. Es ist eine Intention, eine Absicht. Eine Absicht, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, zu orientieren. Auf dem Weg gibt es immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, Aha-Momente, Iteration. Ihr merkt, das ist ziemlich komplex. Dieser innere Antreiber ist der Geist, weil er möchte planen und so, er möchte Ergebnisse sehen. Und diese Intention, diese Absichtslernen mit Gelassenheit. Du hast nicht ein einzelnes Ziel wie der Ambition, Ehrgeiz, wir will ein Ziel erreichen, wir möchten eine Richtung einschlagen. Darin unterscheidet sich das. Das ist ein enormes Umschalten. Also man kann ich nenne das immer Nebeneffekte, erzielen. Ja? Du wirst gelassener, gesammelter mit Meditation. Das kann man auch spüren. Worum es mir wirklich wieder geht, ist nicht dieses Abschweifen in die intellektuellen Richtungen. Es ist auch hilfreich, sich ab und zu damit zu beschäftigen. Das kann ich ja gar keine Worte finden dafür. Auch das strukturell, vielleicht sogar neurowissenschaftlich irgendwo zu finden, das einzuordnen, was da passiert, den Geist, insbesondere dann Bewusstsein. Das ist die große Unbekannte in allen Wissenschaften, Philosophie bis Physik,
Neurowissenschaften, Narkoseärzte kommen dem ein bisschen näher, also in der wissenschaftlichen Erklärung, was das sein könnte. Es ist quasi noch nicht in der Wissenschaft gegriffen, dass man wirklich in Richtung Bewusstheit kommt. Das gibt es umgangssprachlich. Diese Bewusstheit finde ich nicht zielgerichtet. Die ist nicht punktuell. Die ist jetzt, in diesem Moment. Wenn ich freundlich, aufmerksam und gelassen jetzt mit mir bin. Riesenschwenk. Aber darum geht's. Also gelassen in eine Richtung sich zu entwickeln und alles, um es wieder in den Alltag zu übersetzen, alles deutet darauf hin, dass das auch viel produktiver ist. Also nicht mit Anstrengungen irgendwas zu erreichen. Man kann das ganz zum Schluss immer noch mal ein bisschen Push geben, aber das ist auch nicht gesundheitsförderlich. Wenn ich gelassen auch an Fehlern lerne und mich langsam in diese Richtung bewege, das ist produktiv. Im Alltag. Und in der Meditation ist das der gesündeste Weg der Entwicklung. Erstmal mit 15 Minuten anfangen, bis maximal 30 Minuten für die ersten paar Jahre. Seine eigene Praxislänge im stillen Sitzen selber anzupassen, überschreitet die nicht, die 30 Minuten. Wenn ihr quasi selber merkt, 30 Minuten, das ist ganz okay, Meditation ist nicht immer hübsch, jedenfalls hier jetzt nicht, aber es überfordert dich nicht, führt dich nicht auf irgendwelche abstrusen Geschichten, dann lernt man darin enorm viel, das reicht. Also mehr als 30 Minuten müssen nicht sein. In Bezug auf den inneren Antreiber. Ich kann noch mehr, Mama und so. Locker. In diesem Sinne, ich weiß gar nicht, das reicht schon wieder. Das sind schon 8 Minuten, viel zu viel. Angegeben sind 10, ich darf noch 2. Nee. Wir sitzen einfach mal mit diesem Aspekt des inneren Antreibers rum. Also den wahrzunehmen. Das ist ein starkes körperliches Gefühl. Dieses, ich weiß noch nicht mal ein Wort dafür, was der andere dann wäre. Also mit Weisheit sich in eine Richtung zu begeben. Ist schon die Meditation, Augen geschlossen, entspannt sitzen. Erst den freundlich aufmerksam gelassen, mit dem Körper zu sein. Und dann möglicherweise mal festzustellen, wie so der Geist sogar körperliche Gefühle auslösen kann, dass er zusammengehört, sich verbindet, um irgendein Ziel zu erreichen oder etwas auszuhalten. Ja? Dieses Spiel in sich langsam immer besser, über die Jahre, ist damit nie fertig, immer mehr festzustellen und eine Gelassenheit dazu zu entwickeln. Wir werden nicht teilnahmslos. Auch wir erreichen Ziele und so. Das ist okay. Aber sich nicht davon treiben zu lassen. Also nicht im Griff von solchen Ambitionen zu sein. Freundlich,
aufmerksam und gelassen. Jetzt und hier mit dem, was da ist. In 2 Minuten und dann die letzten 3 langsamen Atemzyklen für diese Session. Mit der Frage ohne Antwort: Wie war das jetzt?
Und dann schließen wir diese kurze Session schon wieder ab. Wunderbar. Aber ihr merkt, dieses Thema innerer Antreiber, das ist einmal etwas, was ihr selber in euch feststellen könnt, in der Meditation, in dem stillen Sitzen. So was Ähnliches kommt sicherlich häufiger nochmal vor, dass man mitkriegt, wie Denkmuster, innere Antreiber und Gefühle zusammengehören und wie mächtig die sind. Also das bei sich wirklich festzustellen, ist enorm wichtig. Und es sind auch schon Themen, wo man dann als Schülerin, Schüler Fragen stellen sollte. Also selber Gedanken drüber machen, selber fühlen, natürlich. Aber also da fängt es eben an, wichtig zu werden mit, nicht mit irgendjemandem, sondern mit irgendjemandem, der schon länger stilles Sitzen praktiziert, zu reden. Weil der dann oder die darüber bei sich selber schon viele Erfahrungen gesammelt hat und das vielleicht ganz gut in Worte fassen kann. Das ist sowas zur Selbstbestätigung auf deinem eigenen Weg. Aber ich weiß, das fällt schwer. Unsere Kultur ist da nicht so kooperativ. Und so. Ja. Innerer Antreiber, Bewusstsein, absichtsvolle Entwicklung, komplexe Sache. Danke fürs Zuschauen, jetzt und später und bis zum nächsten Mal. Okay.